Noch keine Robbenfleste raus. Ja. Sonderzug. Sonderzug fahre ich blaue. Ja, frisch. Noch eine Abfahrtzeit fehlt. Sonderzug fahre ich blaue. Ich bin Abfahrtzeit. Ah, die könnt Ankunft des Sonderzuges im Bahnhof Gerolstein. Bei dieser Sonderfahrt ging es von Gerolstein über Pronsfeld nach Neuerburg. Der Anlass war eine Vatertagsfahrt und das Jubiläum der 80-jährigen Streckenführung von Pronsfeld nach Neuerburg. Freistehendes Gehöft in der Eifel an der Bahnstrecke kurz vor dem Ort Arnsfeld. Der Bahnübergang in Arnsfeld kurz vor dem Bahnhof. Leider sieht der Bahnhof Arnsfeld heute noch genauso heruntergekommen aus wie damals. Landschaftlich gingen Bahnstrecken immer wieder durch die schönsten Gegenden einer Region. Natürlich durfte in einem Sonderzug die Verpflegung nicht zu kurz kommen. Einfahrt in den Bahnhofsbereich von Pronsfeld und der Lokführer hatte den besten Ausblick von allen. Die Schrankenanlage in Pronsfeld und wie man sieht, war Eisenbahn früher noch echte Handarbeit. Ein Steuerwagen der ersten Generation, im Volksmund auch Hasenkasten genannt. Mit ihm konnten Züge auch ohne das Umsetzen der Lok in beide Richtungen gefahren werden. Die Lok musste aber auch mit der entsprechenden Steuerung versehen sein. Im Bahnhof Prüm wurde die Lok umgesetzt, um die Strecke Prüm-Neuerburg ein zweites Mal zu befahren.
Am Zuglaufschild ist zu erkennen, dass es eine Vatertagsfahrt von Kaisersechstauen, Gerolstein, Krümm, Kronsfeld nach Neuerburg war. Für die Verpflegung wurde noch auf Handwagen mit viel Muskelkraft gesorgt. Und alle haben angepackt, damit keiner durstig bleiben musste. Hinweisschilder an den Wagen der Eisenbahn, welche man im Bahnhof Krümm lesen konnte. Umsetzen der Lok 215-047, Bahnhofsbereich Neuerburg. Ausfahrt Neuerburg mit einer tollen Streckenführung an der Enz entlang und der Straße nach Arnsfeld mit dem höher gelegenen Bahndamm. Wartehalle bei Neurath. Beim Passieren der Straßenkreuzung von Arnsfeld wurde die Krachenanlage noch von Hand getätigt.
Scheiße, das ist echt. Von Arsfeld ging es dann Richtung Bronsfeld durch die malerische Eifellandschaft. Bahnübergang in Bronsfeld. Eine automatische Schrankenanlage war früher noch der reine Luxus. Bei Lünebach ging es vorbei am Eifelzoo. In Brünn ging es über die Eisenbahnbrücke der besonderen Art. Solche Brücken haben heute nur noch Seltenheitswert. Im Hintergrund ist noch die Basilika von Brünn zu erkennen. Das heutige Gewerbegebiet Brunntalstraße ging die Sonderfahrt in zügiger Fahrt Richtung Gerolstein.
Mit einer kurvenreichen Strecke, welche in der Eifel üblich war, ging es dann mit dem Sonderzug für die Vatertagsfahrt in Richtung Gerolstein.